Wollte gerade sagen, Alter, wir heben ab schon wieder, wird die Tankstelle ausgeraubt. Ja, das wäre fies. Ah, das ist Flughafen. Wer ist da schon dort? Das ist. Wow. Hat einmal Bonn gesehen. Oh, wir hatten Anwärter dabei. Also zur Info, ich habe jetzt gerade angefangen mit dem Stream, ne? Falls sich einer gestört fühlt. Also ich darf das N-Wort nicht. Null, du darfst sagen. Der ist extra auf 18 gestaltet, weil ich selber nicht wirklich aufpasse, was ich sage. Was ist es? Link? Ja. Sag, wenn wir da sind. Wir müssen mal tanken. Da vorne ist die Tankstelle, wo ausgebaut wird. Kannst ja tanken. Was für ein Name, ey. Was ist denn hier los, Alter? Und der da? Ja, du bist gar nicht online. Ich habe eine Verzögerung. So. Wann? 2 Minuten. Damit das Stream-Sniping nicht so gut funktioniert. Weiß nicht, welchen Hummingbird ich voll tanke im Kopf. Guten Tag, hallo. Moin. Ich tanke einfach alles voll, dann kriege ich Level. Hallo. Was ist denn hier passiert? Voll. So. Da geht noch was rein. Haben die Herren, sind die müde oder was? Fuck, hab meinen nicht voll getankt. Hallo, ich bin hier angekommen bei der Blackfish und die lagen hier. Ich hab den jungen Herren. Ich tank gerade alles voll, dass ich Level krieg noch. Und. Wow. Kannst du Level? Egal. Ja, ich will Level 10 voll haben. Es gibt einen kleinen Trick mit dir. Also ist das auch nicht ihr, sag ich mal, Flugzeug? Achso. Doch, der ist meine. Leitung. Okay. Ich bin ja hier gerade gelandet. Gebrochene Leitung. Da lagen die alle schon hier. Nee. Okay. Jetzt ist wieder weg. Das sieht natürlich unschön aus. Der Zamak hier, der kaputt. Ich höre jetzt gerade im Hintergrund meine Stimme. Dass dann die Jungs da weitermachen können. Ja. Okay. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Dann warten wir mal ab, was da kommt. Alles klar, dankeschön. Kein Problem. Tschö. Guten Tag, Jan. Mein Name ist. Du hast einen Stream-Kommentar. Herr Meier. Was ist denn vorgefallen? Moin. Ja, das versuche ich gerade zu klären, aber die Herren da hinten können da auch keine weiteren Informationen rausgeben. Müssen wir mal warten, wenn sie den einen wieder zusammengeflickt haben, was er sagt. Mikrofon aktiviert. Baum, lege, zack, zack. Baum. Ja, ja. Nachtsichtgerät. Stimmt. Guten Tag, der Herr, mein Name. Örtlicher Rettung. Mikrofon muted. Ich heiße Eddie Kischalowski. Und so jemand ist auch. Was ist denn vorgefallen? Ich weiß nicht, also ich stand hier neben meinem Flugzeug, was dahin steht, das rote. Und dann ist plötzlich irgendwas in die Luft gegangen und wir waren alle tot. Beziehungsweise wir waren jetzt alle ausgenockt. Okay. Im Prinzip habe ich keine Ahnung, was genau passiert ist. Okay, der Herr. Alles, was ein Riesenknall, habe ich nicht mehr mitbekommen. Vielleicht ein Sprengsatz? Also, ich weiß nichts. Weil ich wollte nämlich gerade eben losfliegen mit meiner Lieferung und dann habe ich einen Riesenknall gehört. Okay. Das ist komisch. Hallo. Gut. Gut, machen wir uns wieder auf den Weg. Genau. Herr Meier, ich glaube, das kriegen Sie selber geklärt, ne? Ich denke, das hört sich ganz nach einem Unfall an.
Ja, oder nach einem Mordanschlag. Auf einmal. Also ich bin davon ja, wenn sie weitere Informationen kriegen, ich gebe ihnen hier mal kurz meine Nummer, einen Moment. So, dann können sie mich ja kontaktieren, ne? Okay, gut. Alles klar. Gut, dann noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Danke sehr, danke sehr. Was ist da passiert? Axel, go. Ja, mein DLC ist noch nicht aktiviert. Ich muss das Spiel noch starten und alles runterladen. In das Ding, ja, passt 1000 Liter rein. Du willst es nicht wirklich wissen, oder? Doch. Wahrscheinlich haben die irgendeinen Crash gemacht oder so. Warum läuft ihr da unten zu Fuß rum? Weil die NC gerade die Tankstelle gemacht hat und wir Cover brauchten. Oh. Braucht ihr jetzt Unterstützung oder nicht? Ja, nee, ich glaube, zum Auto zurück. Dem helfen wir nicht. Nein. Ich helfe keinem Trump. Ich würde sagen, den Donald Trump helfen mir nicht, oder? Ja, nicht. Ja. Fuck, ja, doch, Maßnahme machen. Aber muss die Leitstelle uns noch zuteilen, oder? Wir sind zu dritt da oben drin. 8,6 Millionen. Wegen dem scheiß RP. Denke schon. Wow. Was war das bei der Eisenschmelze? Ich fliege da gerade drin, aber wir da ist auch keine Einheit in der Nähe, also, ja. Die Leitstelle auch nicht. Sollen wir mal nachfragen? Ja. 100 für die 170 kommen. Hab ich? Du bist mal? Ja. Okay. Soll ich einfach gleich hier oben aufs Berg? Ja, würde ich sagen. Ich oder du? Kannst du snipern? Dann mach du. Okay, du willst. Sag, wenn ich springen darf. Vorsicht, lieber Barber. Aber... Nee. Kann er nicht? Ja, jetzt. Jetzt. Wo kommt der Waypoint? So, ich sehe Zemek, Tempest und Boxer. 200 Meter, passt gut. Wieder aus! Ah. Das scheiß Cooldown mal auf der App. Hallo? Hallo, hier ist die Polizei. Hallo. Was machen Sie da? Waffe runter. Sofort die Waffe holstern. Ja, mach ich. Ich werde aggressiv, nehmen Sie den fest. Was soll denn das denn hier werden? Was wollen Sie damit? Ich wollte Sie beschützen. Sie auch hier. Hallo, ich nehme Sie vorsorglich mal fest. Ja, bleiben Sie mal locker. Warum? Für was? Sicherheitsgründen. Ich mach Sie gleich wieder los, wenn wir es geklärt haben. Okay. Das hat nämlich den Grund, vor allem, Herr Fischer, ich wollte Sie beschützen vor Rebellen und Sie tun so eine Aktion. Sie wollten den Ausweis haben und ich durfte nicht Ihren haben und Sie haben die ganze Zeit mit der Waffe in meine Fresse rumgepummelt. Meine Waffe war geholstert, hallo? Nee, war sie nicht. Ich würde mal vorschlagen. Hab ich einmal das Wort Überfall in den Mund genommen? Was? Wir befragen einen nach dem anderen. Ist vielleicht ein bisschen durchsichtiger, oder? So, Herr Dolph, nehmen Sie mal den hier mit. Ja.
meine erste Frage wäre, wer ist Donald Trump? Mann, ey. Ich stell dir mal schön einmal nett Schatten. Sein und dann kriegt man. So, da oh, das ist sehr nett. Ich hab schon Probleme mit meiner Haut, Mensch. Das ist sehr nett. Das ist echt nett. Da. Microphone muted. Ja, das ist ein bisschen unhöflich, dass ich hier so maskiert vorhin stehe. Ich könnte gerne die Maskierung abnehmen, aber dann müssten sie mich freimachen quasi. Ja, das machen wir jetzt gleich. Erstmal schildern sie mir doch mal, was Sache ist und dann nehme ich ihre Personalien auf, dann machen wir das. Okay, folgendes ist passiert. Ich habe von ein paar Kollegen von mir gehört, dass hier ein Überfall stattfinden sollte. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, hierhin, mit meinem SUV, der übrigens hinter dem Haus hier steht, und wollte, dann bin ich nach ungefähr einer Minute, als die Herren hier kamen, habe ich die kurz eingeweiht, dass hier ein Überfall stattfinden sollte, und dann wollte ich die beschützen. Dann hat der Herr Fischer, hat das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Und hat mich niedergedrängt. Und anscheinend hat er auch die Polizei gerufen, weil ich war nie darauf aus, die Leute zu überfallen. Das war eigentlich die ganze Geschichte. Und aber es war jetzt keiner von den beiden Herren, die ihnen gesagt haben, hier soll ein Überfall stattfinden, oder? Na, ich bin ja, also wie meinen Sie das? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Sie haben doch gesagt, also, hier haben Freunde von Ihnen Bescheid gesagt, dass hier irgendwas passieren soll, ne? Genau. Okay, aber die Freunde, wer war das? Ja, ein paar, ich bin jetzt nicht in einer Gruppierung drin, aber ein paar Leute, die ich die Tage so kennengelernt habe, haben mir das mal so mitgeteilt, sage ich jetzt mal. Wissen Sie? Ah ja, okay, ja, ich verstehe. Microphone activated. Halt mal oben Ausschau, es kann sein, dass mehrere kommen, wieder da sind. Also, der hat sie wahrscheinlich gerufen, nehme ich an, weil sonst wären sie ja nicht hier. Bitte, wiederholen Sie nochmal kurz. Der hat sie wahrscheinlich gerufen, also der Herr, der mich hier auch niedergeschlagen hat, weil sonst wären sie ja nicht hier. Die Waffe, wie gesagt, nochmal wegstecken. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Meldung reingekriegt, die ist uns zugeteilt worden von der Leitstelle. Okay. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wer das war. Ja, alles gut. Darum ging es ja auch. Mein Mund ist schon komplett trocken bei der Hitze. Nee, und zwar, ich habe nicht einmal das Wort Überfall in den Mund genommen. Ich meinte nur die ganze Zeit, dass ein Überfall stattfinden sollte. Und ich sie quasi beschützen werde. Und ob sie noch Schutz brauchen auf dem Zurückweg. Mehr habe ich eigentlich nicht gesagt. Und wieder okay, also, da. Aber sie haben schon Überfall gesagt, nur nicht Überfall in dem Sinne, sagen wir es so. Sie wollten die Herren darauf hinweisen. Achso, ja, ist klar. Aber das kam jetzt nicht nach dem Motto, dass ich die überfallen wollte. Okay. Wissen Sie? Ja. Haben Sie vielleicht die Herren gefragt, wenn sie die beschützen, ob die ihnen dann auch was Geld geben oder sowas? Nein, Quatsch, das mache ich, weil ich meine, Leute, die hier überfallen, naja, die sind jetzt nicht unbedingt die, wie soll ich das sagen, dass ich mich hier nicht falsch ausdrücke, die Treuesten, oder, nee, treu ist so ein falsches Wort, das sind die Ärmsten meistens, die hier überfallen, wissen Sie? Okay. Und da wollte ich halt ein bisschen unterstützen. Okay, jetzt habe ich das Wort gefunden, genau. Okay, gut. Ja, dann habe ich Ihre Aussage mal so aufgenommen. Dann kommen wir jetzt zu den Personalien. Ja. Ich mache sie jetzt los. Genau. Bitte Sie, sich nicht irgendwie komisch zu verhalten oder sowas, ja? Quatsch. Ich kooperiere, keine Sorge. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Also, ich habe auch nichts zu verbergen, wissen Sie? Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, dann mache ich sie mal los. Ich mache jetzt den einen mal los, um die Personalien festzustellen. Microphone muted. Echo Excellent, der ist ein. Achso, warte, ein diese. Ich warte. Der Deck ist allein. Okay. So. Ah ja. Excellent, mein Name. Excellent, alles klar. Genau. Okay, gut. Ja, dann, haben sie bestimmt nichts dagegen, nochmal kurz hier einfach stehen zu bleiben, während ich das mit meinem Kollegen dann noch kläre. Quatsch. Könnte ich einmal auch Ihren Ausweis haben? Da ja, natürlich. Ich weiß, Moment. In Aussicht. Ah, der Herr Dolph, alles klar. Gut. Ich werde mal kurz den Kollegen anfunken. Über den Berg hinaus. Natürlich. Microphone activated. Ich setze mich in der Zeit mal hin. Baum, wie sieht's bei dir aus? Also der Herr hier sagt, er hat gehört, dass ein Überfall stattfinden soll und wollte hinkommen und quasi die Überfaller überfallen. Ich bin tot. Wieso? Keine Ahnung. Verhungert, verdurstet? Nicht, dass ich wüsste.
Wow. Ja. Ich bin nicht erschossen worden, das weiß ich. Nee, nee, du bist verhungert oder verdurstet. What? Dann, wow. Nochmal 8 Millionen. Wie heißen Sie? Ich. Ex, genau. Soll ich runterkommen oder machst du alleine? Ja, ja, komm mal dahin, geh mal dahin, bevor der sich irgendwie bedient oder sowas. Ich hab schon der steht in der Wellblechhütte. Ja. Bleib ich hier oben noch. Ja, ich würde ja mal bitten, hier stehen zu bleiben, ja? Ruf mal den Sunny. Ich hab schon auf Rufe Feuerwehr gedrückt. So. Mein Kollege hat die Feuerwehr verständigt. Die wird auch gleich kommen. Ja, da ist er wohl in Unmacht gefallen, würde ich sagen. Da hat er wohl vergessen zu trinken. Ja, ja, das. Ja, Sie sehen es schon an meiner Hautfarbe, was passiert. Also ich bin schon etwas länger im Dienst und da sehen Sie ja hier. Ich bin schon fast komplett schwarz, also. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch ein paar Jahre aushalten soll. Dann kann man mich ja in der Dunkelheit schon gar nicht mehr sehen. Außer wenn ich die Zähne, den Mund aufmache. Da ist schon der Medic. Jo. Ach, der fliegt ja durchgehend. Sammel mal mein Inventar ein, wenn du kannst. Hat er schon. Ah, okay, super. Da liegt nur noch deine Wasserflasche, der Typ sammelt nichts ein. Da liegt nur noch deine Wasserflasche und so weiter. Hoffentlich, Bells, hast du die Waffe noch? Ansonsten müssen wir. Ja, aber der schien sehr kooperativ zu sein, der Herr Exzellent. Ja, ist so. Aber der wollte die, soweit ich denke, überfallen. Weil die zwei Typen meinten, dass er aus dem Nichts einfach mal kam mit der Waffe und dann. Ja, er hat, also. Ja, er hat halt gesagt, er hat wortwörtlich zu mir gesagt, dass er denen gesagt hat, hey Leute, hier soll ein Überfall stattfinden. Natürlich, wenn die Leute nur Überfall hören, können die auch freaken. Ich würde ihnen jetzt einfach eine Verwarnung, einen Platzverweis aussprechen, weil nachweisen können wir nichts, geklaut ist nichts worden, oder? Nee, ich würde aber sagen. Hier, Herr Medic. Guten Tag. Da vorne im Schuppen liegt mein Kollege. Da war ihm wohl die Hitze zu viel. Gut, dass Feuerwehrleute RP machen. Ja. Null. Ist eher mäßig hier, ein bisschen. Hab gehört, er braucht einen kaputten Heli. Kommt er wieder? Verrückt, dann ist es noch wärmer. Also kommt wieder, wir sind betankt mit Sprit. Wir müssen am besten nackt den Dienst führen. Nein, dann kriegen sie ja Sonnenbrände. Ich hab schon recht, in der Wüste rennst du ja auch mit so einem Schirm rum. Was ist Ihnen denn passiert, Mensch? Einfach umgefallen. Ja, das kann ich auch nicht so wirklich sagen. Was kostet denn der MX Lock? Ich glaube, das liegt daran, dass ich noch nicht meine 18 Liter Wasser zu mir genommen habe. Ja, da unten liegt auch Ihr Wasser, los. Heben Sie es auf. Nee, das will nicht. Egal. Du musst mit der Waffe erzählen am besten. Spiel mit der Waffe auf die Flasche und warum sie denn Arme drin, Mensch? Ja. Einfach nur hochheben. Wow. Es geht so hauck und oben. Ja, jetzt haben wir es ja hingekriegt, ne? Ja. Das war. Genau. Oh mein Gott, wir haben Prominenzenbesuch. Wieso? Wer ist denn prominent? Wir haben den Präsidenten von Amerika hier. Kollege, so, ja. wissen Sie denn noch, was vor dem passiert ist? Ja, natürlich. Ich habe mit dem Herrn Excellent hier gesprochen und der hat mir seine Sicht der Dinge geschildert, dass er quasi ihm ein Vögelchen gezwitschert hat, dass hier überfallen werden soll und er wollte hier hinkommen und quasi die Überfaller überfallen oder die Überfallenen beschützen, sagen wir es so. Das ist zumindest seine Aussage. Und das hat er den Herrn vielleicht etwas undeutlich dargelegt. Ja, das ist so die Sicht des Herrn Excellent. Das
Das ist doch die wahre Sicht. Ja, ja. Wir haben diese zwei Herren die Sache geschildert. Von deren Seite. Der Herr. Ich meine, ich bin hier gerade mit dem Taro da. Ich habe hinten drin einen Krankentragen. Sie können sich mal ein bisschen hinlegen. Ja, das kann ich natürlich machen. Ich kann mich in den Taro natürlich legen. Wenn Sie sagen, das braucht noch ein bisschen, bis ich wieder hydriert bin. Ja, ich meine nur, Sie sind gerade durch den Zungen gefallen. Das soll man nicht so zum Spaß nehmen. Ja gut, das stimmt. Wo haben Sie denn geparkt oder gelandet? Okay. Wie gesagt, Herr Exzellent, die zwei Herren haben mir die Situation so geschildert, dass sie nur mitbekommen haben, wie sie aus irgendeiner Ecke gekommen sind, mit ihrer Waffe gezogen haben. Da. Na, steht da. Ja, dann lege ich mich mal rein. Jo, machen Sie es. Okay, willst du wieder zu machen? Soll ich sie ins Bett bringen? Egal. Na gut. Hier hinstellen? Ich würde einfach sagen, dass dies. Der Herr, als Passagier nicht im Klo sitzt. Oder müssen Sie immer kacken? Sorry. Ja, das war der Klositz. Wow. Das ist ja meine Mietwohnung hier. Wow. Wie? Alter, euer Ernst? Was denn jetzt? Der ist auch über Hilly gesprungen. Was ist denn los? Es ist schön gemütlich. Mikrofon. Ja, das ist auf jeden Fall entspannt. Sehr gut. Ich denke mal, haben sie auch noch genug Wasser? Ja, haben wir. Habe ich ja auf jeden Fall dabei. Das ein bisschen falsch aufgenommen haben. Gut, dann ruhen sie sich hier aus. Ihr Kollege kann auch noch gerne kommen. Dann können sie das Gespräch ja hier drin mitführen. Damit einfach nur ein Missverständnis war. Ich denke mal, wenn die Kollegen wieder so weit angeklärt haben und sie ihren normalen Tätigkeiten wieder Folge leisten können. Okay. Ja, wie gesagt, activated. Hier mein Ausweis. Den kann ich euch hier nochmal allen eben zeigen. Wenn. Ja, ich hab mich bei Ihnen zu spät vorgestellt, das stimmt. Falls noch irgendwelche Fragen oder falls irgendwie Probleme sind oder sowas, melden Sie sich aber bei mir und dann. Können wir dann mal sehen, was wir machen können. Bei Fragen natürlich können Sie mich immer erreichen. Über SMS bin ich immer erreichbar. Ja, wo bitte? Keine Ahnung, kenne ich ihn noch. Wiedersehen. Sind wir uns auch wieder auf dem Weg. Perfekt. Wollen Sie dann schnell mit dem Ghost Hawk fliegen, Herr Meier? Trauen Sie sich das zu? Nee, ich bin Profi-Pilot. Ghost Hawk bin ich noch nie geflogen. Dann leiste ich meinen Kollegen Gesellschaft. Tschüss. Hallo. Hallo, Dolf. Ja. Hallo. Mikrofon muted. Ja. Ja. Ich hab Chris gerade verloren. Warum? Da ist Baum. Ja, wir haben mit dem Ghost Hawk die Sportlimousine geliftet. Und du kennst ja das schöne Armer. Ja, wunderbar. Dass wenn du manchmal zu schnell fliegst, dass du dann aus Versehen mal die Fahrzeuge unter dir verlierst. Naja, und Nick hat dann halt mal den Boden berührt. Oh nee, da ist Baum. Ja, Baum schleicht um die Maschine rum. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er hinter dir sogar. Gunni, was machst du hier? Hallo. Ab in den Dienst.
Ja, ich bin doch im Dienst. Ja, guck, ja. Da ist der Biss. Der chillt da ein bisschen, der Typ. Nee, ich hab, was habt ihr denn gemacht hier? Nick, ich hab Nick gerade verloren mit dem Ghost Talk. Ja, das hab ich gesehen, abstürzen. Ab in den Heli. Bin ich denn überhaupt vom Medic entlassen? Ach naja, gut, dann gehe ich halt einfach. Tschö, Guni. Naja, jo, der Ding, ja, der Medic hat gemeint, du ruhst dich nur ein bisschen aus, ich weiß es nicht. Naja, ich gehe einfach mal. Okay, mach's gut, tschö. Okay, ich gehe auch, tschö. Mann, Guni. Lässt einfach deinen Teamkameraden verrecken. Ja, tut mir leid, du kennst... Mann! Ach, war doch nur Pascal, ne? Aber dass manchmal die Seile einfach weggehen. Wo ist denn der Herr Medic jetzt hin? Lässt man ihn da draußen doch nicht einfach so liegen! Ja, denn der Medic ist ja zu ihm gerannt, der wollte ja nicht fliegen. Achso. Der will ein bisschen Sport machen. Der ist doch ein Kilometer, abgestürzt oder so. Was ist? Aber Hauptsache, er lässt seine unverschlossene Maschine da stehen. Ja, ich glaube, laut dann jemand. Schließt dann mal ab. Ja, wäre, glaube ich, gut. Microphone activated. So, wie seid ihr jetzt verblieben? Hört ihr mich? Ja. Na, ich habe aber gesagt, dass da wohl ein Kommunikationsmissverständnis passiert ist und dass die Herren das falsch aufgenommen haben, bla bla bla. Und okay. Dass ein Missverständnis war. Ja, der macht die Polizeisirene und wenn ich da. Du kannst aber eine Polizeisirene machen. In jedem Auto kannst du aber eine Polizei machen. Ja, ich weiß. Welche Streife ist Pascal Chris mit dem Jason? Pascal Chris, 130. Wir waren 170? Ja. Ja. Psst. Ich höre Schüsse. 170 kommen. Psst. 130 hört. Psst. Status an der Tankstelle kommen. Psst. Die 130, das war ein schwarzer SUV, der ist abgehauen. Der ist unter uns, oder? Ja. Ja. Der ist unter uns. Schwarzer SUV findet sich mitten auf der Straße kommen. ED 130, das ist nicht der SUV, den Sie jetzt gerade sehen, das ist der SUV, den mein Kollege mit der Sportmusik kommt. Der Sportmusik. Ah ja, nee, da sehe ich gar nichts. Ah, der. Wollen Sie der auf den Berg fährt? Der unter uns ist? ED 130, so richtig, ja. 170 noch Verfolgung auf. 34 Bestandende. Ist offenes RP? Nee, also nicht schießen. Okay. Junge! War doch gut, läuft. Ich war schon längst tot, Mann. Der ist eh gleich am Arsch. Wohin wollen die denn bitte? Die gehen eh kaputt. Was leckt denn hier gerade? Ja, das leckt ziemlich. Ja, der Diesel ist ein bisschen der Typ. Vielleicht ist er am Arsch. Und die Diesel kann nicht in uns rein. Denk nicht, dass das passiert. Ja, so hoch wird er nicht Diesel. Bisschen Rubber Bending vor zurück. Sag mir ganz nie. Ja, gut, das ist stimmt. Was da sieht man, er kann mir nicht entkommen. Die sind jetzt über Berg, die Kollegen. Oder? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Also entkommen kann er dir nicht, er kann höchstens so lange rumgucken, bis wir hier keinen Sprit mehr haben. Ich bin bei euch im Channel jetzt bekommen, ne? Ja, okay. Ja, dabei, wenn wir im Fahrzeug sind, okay. Der ist direkt in Fahrt. Mach Bau keinen Unfall. Nee, Bruder. Der baut eh gleich, der ist eh gleich im Arsch, das weiß ich. Gut, jetzt kommt er auf der Straße. Kann sein, dass er jetzt abhaut über die Straße. Ja, ah, gut, uns würde immer nicht abhängen können. Wer hat jetzt? Ah, der fährt geradeaus weiter. Und da ist ein Stein, ne?
Er ist bei dir schon, hat er irgendwas gesagt mit Schießen oder irgendwas? Nee. Ich bin angekommen, hab gesehen, wie die von der Zeit weggefahren sind. Achso, okay. Dann sind die auf mich zugefahren, ich bin auf die zugelaufen, dann sind sie von mir weggefahren. Okay. Oder will sich irgendwas sagen. Also, 100%ig weiß ich es nicht, aber. Ja, wenn die flüchten, dann müssen sie auch sein. Flüchten und halten nicht an, wir fliegen mit Sirene hier drüber. Das ist ja. Das ist links. Links. Ich hab roten Tank, ich hoffe, ich bin jetzt nicht dabei. Also hast du eine Tankfüllung? Hast du einen Minister dabei? Okay. Sollen wir die Meldung mal raushauen, damit wir das RP öffnen? Weil ansonsten wird das eine Ewigkeit. Ja, rein theoretisch könnt ihr das machen, wenn ihr dann auf uns schießen, könnt ihr die wegkommen. Aber dürfen wir aus dem Handy schießen? Nein, aus dem Handy könnt ihr damit nicht schießen. Noch nicht mal zum Disable? Nein. Dann gibt's auch nicht viel Kinder mit, ne? Geht aus dem Handy, ja. Leitstelle verstanden, normalen Streifendienst aufnehmen. Wow, jetzt ist die Leitstelle wieder da. Eben antwortet sie nicht. Wow, gleich sind zwei oben. 3-4 Leute oben. Ist der noch bei euch? Naja. Geh du mal tanken. Ja, so geht die Tank. Wenn ich haupt mal die zwei raus. Wir fahren gerade Richtung Fischmarkt. Haben wir aber Fischmarkt auf die Straße. Ja. Du musst halt mal aufpassen, ne? Weil dann könnten wir sofort mich auch rausschießen. Obwohl, das weiß ich nicht. Aber dann dürfen wir uns doch verteidigen. Ist doch sogar bei bewaffneten Fahrzeugen so, dass man sich dann verteidigen darf. Kannst du überhaupt schießen aus dem Heli? Ja. Darf ich nicht. Aber theoretisch bei bewaffneten Fahrzeugen darf man auch auf Personen schießen, wenn die Sicherheit des Fahrzeuges. Deshalb finde ich das bei Helis, wenn man beschossen wird, irgendwie Schwachsinn. Ja, ich finde es auch gut. Ja. Da werde ich mir mal meine Alter, du leckst mir raus, oder? Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört. Ich persönlich habe nichts gehört. Ich werde jetzt mal versuchen, Platz zu schießen, ne? Oh, das schaffe ich nicht. Triff mich irgendwas. Lass uns mal voll. Schieß mal höher, auf die Kür. Besser, besser schießen kann. Nee. Jetzt ist er raus. Flieg einfach hinterher. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall raus. Alter, macht die Sperrzone. Nicht Sperrzone. Die ist gut. Den Fall jetzt. Ich komm wieder hinterher gefahren. Bis oben auf dem Berg. Steigen jetzt aus, die beschießen uns. Nice. Lass mich hier raus. Geht schlecht. Nee, die fahren direkt wieder weiter. Wahrscheinlich. Sind weiter, ja. Ja, du kannst es aufholen. Ich darf die jetzt rausschießen. Das ist das schon. Also fuck, ich hab nicht mehr viel Leben. Ja, dann halt dich. Schnell. Bleib dann hier dran. Seh die nicht. Weil wir so krass über uns sind. Die sind ausgestiegen. Er ist rechts. Buddy left your channel. Oben auf dem Berg oder was? Ja, ich spotte. Ich seh's grad nicht. Vom Haus direkt. Vom Haus. Oh, User joined your channel. Ihr seid hier unten. Habt ihr ihn? Negativ. Es sind zwei Personen am Haus. Am Haus. Ah, ich komme mir nicht durch das Gitter durch, wow. Scharfer Schuss? Ihr könnt die beiden holen jetzt. Wow, warum bist du genau neben mir? Ich wollte ihm laufen. Nice, läuft, nice. Hab beide. Rim. Good job. Ja. Ich wollte gerade im Laufen. Ach, jetzt seid ihr auch wieder da, weißt du? Du bist nackt. Schießerei sind wir immer da, weißt du doch. Du bist nackt. Wie viele Rim-Leute sind da? Ja, gut. Zu viele. Dann steig wieder ein, mal. Machen wir uns einen Rocker. Praktikant einmal umziehen. Schnell noch. Loot. Was? Oh, 11 Wasserflaschen. Sehr schön. Oh, Geld. Ja, ich seh's auch. Nein! Waren aber nur 4000. Ey, wir haben mir das Rapport geklaut. Ich. So, hab alles. Braucht ihr mal Spitzhacke und Bratpfanne? Und lass uns verschwinden. Für was brauchen wir denn eine Bratpfanne? Um Taser Fisch zu braten. Ah ja, schön, hast du eigentlich genug Leben? Taser nicht. Ich hab genug Leben, ich kann Taser nicht tasern, warte.
Gruppe, taser mich mal bitte. Chris, taser mich. Ich hab genug Leben. Achso, okay. Gut. Ja, dann sind wir. Ich hab gesagt, du sollst nicht tasern. Immer noch nicht, ihr trefft nicht. Jetzt hab sie gesagt. Leitstelle hört. Zieh dich um. Alter Junge, der Chief. ED-160 haben gerade einen kleinen Rundflug über die Heroinverarbeitung gemacht. Der Zoll würde sich freuen, dort mehrere Fahrzeuge in Beschlag nehmen zu können. Komm. Taser mich, Müller. Heroinverarbeitung war das. Kommen. Ja, So, wir gehen dann zum zweiten Check. Ich geh jetzt mal durch. Kommen. ED-160 sind verstanden. 160 gerne. Wollen wir hier nicht unbedingt wiederbeleben lassen? Was sagst du, wiederbeleben? Reben. Reben, wiederbeleben, festnehmen, ins Gefängnis. Weißt du, wie das ist? Ja, das wird doch nur dann noch größeres Chaos werden. Ja, wird nur gemetzen. Lass sie einfach liegen. Wenn sie sich aufstellen lassen, lassen sie sich aufstellen. Ja, die sind despawned. Oder? Nee, die liegen noch da. Ich sag einfach, der Feuerwehr, dass sie nicht wiederbeleben dürfen. Nee, das so, weiß ich gar nicht, wie war das? Ja. Buddy joined your channel. Rix, was ist los? Ah, nee, warte ganz kurz. Rix? Ja, falscher Channel. Ja? Nee, warte. Rix? Ja? Ich würde darum bitten, dass du uns mehr in den Einsatz schickst. Okay. Hast du ein Entfernungsmesser? Weil gefunden wurde von dir gerade kaum. Ja. Und du hast auch nicht geantwortet, als wir dich angefunkt haben. Ich hab vorhin gesagt, 100 hört. Nee, hast du nicht. Haben wir nicht, kam bei uns also nicht ich an. Ich hab's angefunkt, deswegen, und dann kam halt nichts. Guck mal, ob du den Springer-Channel drin hast, bitte. Psst. Ja, ja, hast du. Ja, hab ich. Oh, den Entfernungsmesser nehme ich mir mit. Ja, das hab ich doch gerade gefragt, ob du einen hast. So. Ansonsten könnt ihr normalen Streifendienst machen, wenn Springer gerade nicht so los ist. Ja, ja, nee, wir sind ja in der Luft, das ist schon okay mit Springer. Nur, du musst uns. Nur, nee, ich hab die Reise zu schießen. Was? Nur, wenn das Ding hochgeht uns, und wir alle draufgehen, dann Prost mal. Also. Du musst uns einfach nur öfters mal anfunken oder so, falls Tankstelle oder vorhin brauchen zum Beispiel Leute Verstärkung oder. Du hast. Halt, aber ja, genau, Eisenschmelzer hast du uns gar nicht hingeschickt oder sowas und wir sind dann eigenständig hin. Und da kam ein Dispatch. Ich hab nichts bekommen. Komischerweise. Da habe ich gefragt hab wegen Ding, wie heißt ja, da haben wir auch noch Donald Trump. Da haben wir dich ja angefunkt. Nee, da hab ich halt 100 gehört gesagt, da irgendwer saß noch bei meinem Channel und dann kam nichts mehr und dann wurde ich auch schon wieder weiter angefunkt von den Medics. Aber noch vielleicht. Wir sollten hier glaube ich wirklich weg wegen Rem, ne? Ja, ich bin da auch nicht so ein Fan von hier zu bleiben. Also, ich kann euch sagen, der Zoll hatte jetzt. Könnt euch mal an die Nähe Drogendealer begeben, von unten im Sumpf. Im Sumpf, Drogendealer. Ah, die also, jetzt hinwegen wegen den ganzen Fahrzeugen. Also, ja, die meinten ja, es sind ein paar Fahrzeuge und ich weiß nicht, ob der Zoll, weil Burn ist halt immer momentan noch alleine beim Zoll, ob der, Die sind noch zu dritt. Zoll fährt gerade los. Ja, die haben noch Essen gemacht. Ich weiß nicht, ob die, wie viel Mann der jetzt. Die sind halt zu zweit. Nils, sagst du dann den Medics Bescheid, dass sie die Rim hier auf dem Berg nicht aufheben sollen? Okay. Hey, ich hab den Medic geschrieben. Achso, okay, gut. Ich frag mal kurz vor, wie es aussieht mit Berlin, ob die jetzt noch eine Folge gebraucht oder nicht. Funk dann einfach durch. Erstmal fliegen wir. Buddy left your channel. Und dann fliegen wir aber weiter in die Richtung Drogen, die da Heroin so dazwischen. Dann warten wir auf den Funk. Leitstelle für die 160 kommen. Leitstelle ist nicht besetzt. Die 160 sollten wir zum Heroinverarbeiter vorstoßen und auf den Zoll warten kommen. User was moved out of your channel. Move. Buddy joined Digga, your channel. Kannst du nichts verstehen, ne? Wenn du als Leitstelle bist. User was moved to your channel. Ja. Ich musste gerade noch runter, ich muss gerade noch was klären. Du kannst doch mit uns funken, ne? Ja. Mal hier rein joinen. Ich will nicht mit euch funken, ich will mit der Leitstelle funken. Nicht du, Riggs. Oh mein Gott. Ja, es ging gerade, es war so nicht so. Ja, ist alles gut. Warum seid ihr eigentlich alle so viele gerade?
Ja, die, weil die den Drohnen, meinte die doch, ist da, aber ich im Büro sind und, der Zoll wollte jetzt hingehen, aber der Zoll nur zu zweit besetzt ist da, der Rodriguez, sich was zu essen machen ist, ja, und ja was zu tun haben sicher, wollen. Sicher, dass nicht wir dorthin gehen sollen, wir sind nämlich dort und die sind jetzt gleich weg. Ja, die wollen, zum Sumpf. Wir sind uns dann wieder. Na gut, wenn ihr euch am Lila positionieren wollt, dann macht das. Ich schon wieder tot, oder? Buddy left your channel. Muss ich das jetzt gerade irgendwie verstehen? Ich hab's auch nicht kapiert. Warum sind wir jetzt? Ich hab nur wieder gesagt, Zoll, Tumor, Zoll ist dafür da, um ist, dass Nick wieder ein paar Pommes zu seinem Salz will. Ja. Buddy left your channel. Wir sind doch dafür da, als Zoll, um Checkpoints aufzumachen, beziehungsweise die Fahrzeuge mit Checkpoints zu kontrollieren, mobile, und um Drogenraids zu machen. Das sind unsere einzigen Aufgaben. Sprich, Streife fahren oder so, Tankstellen und alles machen wir eigentlich gar nicht. Dürft ihr machen. Wir können als Verstärkungseinheit hinzu. Werden, ja, aber wir machen es nicht direkt an eine Aufgabe. Genau. Soll, unsere primäre oder? Aufgabe ist, überall mobile Checkpoints aufzubauen und dann Fahrzeuge da halt zu durchsuchen. Ja, und Drogenraids, oder? Und Drogenraids, ja. Wir warten gerade so angepisst jetzt. Ja, Philips Christ hier, unser Salzmann. Ich steige ein. Ey. Ja, der Nick. Er ist sowieso was Salty. Ja, ansonsten. Wenn er so salty ist, dann, keine Ahnung, dann soll er den anderen nicht die Stimmung verderben, Alter. Ist halt so. Ist halt echt so. Ja, trotzdem müssen wir jetzt nicht, ne, über ihn reden, wir echt das. Genau, reden wir lieber über denjenigen, den ich erwischt habe von der Rim. War der gut oder nicht? Und Burn, ich würde sagen, das war gar nicht knapp. Was willst du denn? Ja, war gewollt, klar, ja. Natürlich. Sollte nicht treffen. Ist immer alles gewollt bei Burn. Sollen wir hier, wir warten dann, im Sumpf, ja, weil wir den Mitarbeiter wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig erwischen. Dann lass ihr überall Schild. Sowieso, Springer seid, seid ihr noch mit dem Heli unterwegs, oder? Ja. Springer ist eigentlich kein Heli. Eventuell schon mal ein bisschen spotten sozusagen. Aber hoch genug, Jungs, ne? Ja. Was sollen wir jetzt machen? Du sollst auf 5 Meter fliegen und alles spotten. Wenn Helikopter mit spotten, wann die kommen und dann zeitnah landen und den Sumpf umstellen, während ihr beide, also ich wollte gegen Close. Ja, wir gehen ihr gebt, ihr stellt den Sumpf, den Hubschrauber dann. Guck, wann die kommen. Funktioniert euch ein bisschen drumherum. Florian, bist du sicher, dass du Close auch triffst? Wie kommst du darauf? Dafür bin ich ja da, er redet ja nur. Achso. Also, wir sind jetzt gleich. Also, auf Close trifft eigentlich normal der auf 2 Kilometer nur die Mountains drückt. Close ist nicht so mein Spezialgebiet. Wollte ich sagen, deshalb sage ich das ja. Ja, so 2 Kilometer. Ja. Boah, ist doch schön, mit dem hier durchzuholzen. Wir müssen noch höher fliegen, glaube ich. Ja, wir sind jetzt noch viel zu hoch. Also, wer sitzt jetzt da mit dem Auto dort? Wolf. Wer ist Hubschrauber? Jetzt? Wir sind im Hubschrauber. Wir sind im Hubschrauber. Gut. Okay, wir sind jetzt. Ja, lasst euch mit dem Helikopter ein bisschen absetzen, so rundherum. Dass ihr alles einseht. Ich würde sagen, wir arbeiten mit Flashes. Ich habe ja eine gute Position, wo ich mich mal so soll ich da hinten auf den Berg drauf draufsnipen? Ja, man sieht es. Und wo? Hinter uns auf dem Berg. Also ein richtiger Berg ist es nicht und das ist schon eine ordentliche Distanz, die du dann hast, ne? Echt? Ist es? Warte, ich guck mal. Ja, das sind 1,3 Kilometer, würde ich schätzen. Okay, gut, das habe ich nicht. Ja, trotzdem bitte, ne? Fliegt jetzt hier nicht einen Meter über uns. Ja. Noch sind es 130. links von uns ist ein Heli. Ein Taro. Ne. Oh, great. Komm mit der Sport, damit die noch steht. Wir haben dich zurückgelassen. Oh, wieder so. Okay, ich komm hinter Gas. Ja, komm, mach du Schweiß. Bist außen. So, Wolf. Der Taro fliegt weiter. Ich hab das Schild, wie gesagt, im Blick. Und wir arbeiten mit Flashes, würde ich sagen, um das gut aussehen zu lassen. Gut, dass ich keine hab. Aber lass ich mal hier oben an der Straße raus, vielleicht kann ich ja besser einsehen. Hier links, außerdem, ja. Ihr seid ja nur außen, falls da irgendwer sich verteilen will oder abhauen will oder wie auch immer. Und wir machen ja eigentlich den direkten Zugriff. Okay. Also wir passen nur auf, dass ihr mit dabei. Richtig. Und das halt, wenn ihr von ne, außen raus das Schild einsehen könnt, dann könnt ihr doch so helfen. Also von hier aus sehe ich gar nicht. Mensch, rausgeflogen, Arm ist gecrashed. Kann ja mein Heli im Schild verstecken, oder? Der geht ja nicht kaputt, oder? Ich meine, das Schilf macht trotzdem die Roterblätter, oder?
weiß es nicht. Nein, macht's nicht. Aber ja, macht hier trotzdem, der Helikopter sollte doch jetzt eigentlich nicht hier drüber fliegen, damit er es nicht sofort sehen, sondern jetzt mal bitte ja langsam weg. Markier dem Hini was, wo er hingeht. In blau. Guck, dass du dich hier so positionierst. Das kurze Frage, was für einen Abstand sollen wir halten zu euch? Ungefähr? Meter? Das ist egal. Nur nicht, dass ihr sollt halt nicht direkt gesehen werden. Gut. Rot umkringelt, da soll der Helikopter hin. Oder ist er jetzt schon gelandet? Warte. Blau umkringelt, meinst du? Ja. Oder hier so, das ist so Hügel. Geht jetzt mal ja bitte ein bisschen schnell, ja? Also nicht, dass ich auch so eine Zollstatistik auseinanderwerfe. Laut Map. Es gibt keine Zollstatistik, soweit ich weiß. Ja, die stellen wir jetzt erst auf. Und so ja, wollte ich gerade sagen. Noch gibt es keine. Ja. Ich möchte nicht mit Minus hier starten, also Ricardo, weil wir diesen komischen Polizisten ab, Wolf. Also, Wolf. Oh. Ihr startet sowieso schon mit Minus, weil du bist dabei. Ricardo, soweit kapiert jetzt. Wo bist du? Ricardo? Weiß ich nicht. Ja, ist gemutet im Test. Lasagna gucken. Ja, ich bin rausgeflogen, mein Game ist gecrashed. Also, als ich meinen Kopf und wo steht meine Zolllimo jetzt? Immer noch da. Im Checkpoint? Ja, vor dem Checkpoint. Ich hoffe, ich habe abgeschlossen. Aber die war sowieso offen, als ich da war. User left your channel. Warum spottet jetzt eigentlich der Hedi nicht die Typen? Also ich bin 150 Meter von euch weg, also das denke ich passt. Ja, ich bin 1,3 Kilometer weg. Kann ich jetzt noch mitmachen? Ja. Ja. User joined disconnect. Your channel. So, ja. Hab die Limo gerade abschleppen lassen von Einheiten. Ja? Achso. Also ich bin 360 Meter weg, habe aber keine direkte Sicht durch das ganze Schild. Mit Hedi kommen oder mit Auto? Werner, können Sie eventuell mit Hedi kommen und mal spotten, wo die denn überhaupt sind? Denn wir wissen gar nicht, ob die überhaupt hierher kommen. Achso, ist noch nicht bekannt. Was für Fahrzeuge denn? Keine Ahnung. Okay. Bei LKWs, soweit ich weiß. Sind auch nur zwei Truckboxen, also sind auch LKWs. Ich dachte, ihr seid schon mittendrin. Guck mal, Tina ist die alte Sauger mit oben in der Leitstelle. Wer? Soll ich der ist auch beim Zoll. Martinez, soll ich Highway Patrol spawnen? Damit Heli von dort aus? Jo, mach. Waren die Hero? Ja, jo. Arbeiter. Wird halt genauso gut. Hier dürfen wir dann direkt hier hochnehmen und auch Fahrzeuge durchsuchen, weil dringender Tatverdacht, ne? Jo. Weil das ist ja Restart und ich weiß halt nicht, ob die jetzt einstoren gehen oder wirklich noch verkaufen. Deswegen wollte ich ja, dass der Helikopter spotten geht. Was er nicht gemacht hat. Kunde, jetzt bin ich noch da. Und ja, Sieg ist gerade gespawnt. Sophia und check nochmal hier. So, die waren Hero. Bearbeitung. Was war das? Truckboxer? Keine Ahnung, drei LKWs. Dann fliege ich mal auf 800 Meter und Richtung Drohendieler Sumpf. Das sind doch wir. Du sollst den Hero ja, Arbeiter aber checken. Ob die vielleicht die auf Weg sind. Alter. Aua, Game ist laut. Schick aber die Strecke ab, so vom Verarbeiter und dann, was weiß ich. Kenn ich Strecke nicht. Über Land oder sowas, denke ich, fahren die. Mal gucken, ob die vielleicht noch auf dem Weg zu euch sind und die einfach nur lange brauchen.
Deswegen. Alter, ja, aber wenn du die jetzt oder? Über die fliegst. Ich wurde jetzt zu den anderen Drogendealer geschickt, ihr Laus von euch. Ihr verwirrt mich. Ach, Koordination ist alles. Der Maul. Ja, guck mal, diese Polizisten, die alles durcheinander bringen. Ist so. Ja. So, hier ist nichts. Nichts Ach. Gesehen auf dem Weg. Dann flieg mal wie ein wunderschöner Schmetterling durch die Gegend und guck, ob du sonst noch was siehst. Ich hab den für SPS-Berg. Du warst nicht mal bei der Heroinverarbeitung. Nee. Du bist bei der Polizeikontrollstelle gestartet. Beim Highway Patrol. Ja, aber bei der Verarbeitung warst du nicht. Nee, ich dachte, die sind vielleicht schon los. Ihr sagt ja nicht wirklich, was los ist. Hä? Weil wir selber nicht wissen, was los ist. Tausendmal wird dir gesagt, flieg zum Heroin. Die müssen 15 Minuten also der Zelda sein. War jetzt ernsthaft nur beim Helden, flieg zurück? Ja. Oh mein Gott. Die müssen 15 Minuten müssen Zelda sein. Und ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Weil das Spiel einfach gecrashed. Das ist 5 FPS Bug. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr wieder, weil vor der Stunde nein. Ist er jetzt eh gleich Restart, oder? Genau, das will ja. Ich weiß, dann kommen wir ein bisschen näher und Dolph auch. Was? Kommt näher. War ein Befehl. Sonst bin ich hier alleine. Ich wenn ich schon sterbe, dann stirbt links jemand mit mir. Wow. Das ist nicht der Burn, den ich kenne. Ich werde dir alles auseinandernehmen. Normalerweise hätte ich erwartet, 6 Mann, alles klar, alleine. Reicht. Ja, 6 Mann, ja, kein Problem. Ist kein Problem. Da fliegt der Blackfish vom Hero, verarbeiter, Richtung Atira. Oh oh. Da jetzt zum Atira, also fliegen zum anderen Drogendealer, also. Na dann, macht euch auf, Jungs. Taxi! Oh, jetzt muss ich wieder durchkommen, oder was? Das kostet Zeit. Haben wir auch Zollhelikopter? Wir haben auch unsere Helikopter hier. Achso. Ja, warte, ich nehme mich mit, warte. Baum. Christian Baum. Ich sehe dein Gesicht auch so. Ja, wegrennt. Ich würde mal sagen, alle treffen sich beim Verarbeiter, dann sammelt der Heli nur einmal alle auf. Beim Dealer. Ja, beim Dealer, sorry. Irgendwie rennen alle trotzdem vom Dealer weg. Ich höre ein Fahrzeug. Ach, das ist toll. Okay. Herabwertend, ja. Also wenn wir Zollhelikopter hätten, die wären, glaube ich, die wären so landet auffällig. Landet doch von Lila. Grüne landet halt neben mir. Sekunde, ich muss mal abschleppen. So ein knallgrüner Helikopter, Alter, der fällt gar nicht auf oder so. Ich finde die Zollskins jetzt eher... Oh Gott. Nicht als Punkt über einsteigen. Boom, 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 so, alle da? Yep. Ich geb dann den Schlüssel nochmal wieder. Ich springe. Alle um. Ich geh mal um zum Matrix. Bringe euch alle um. Bringe euch alle um. Boom, Body boom, left boom, channel. Boom. Halt die Fresse, Schweiß. Du, ich sehe ja allerdings nicht die hässlichen. Fliegt der Blackfish jetzt ernsthaft? Ja, ich hab gerade gedacht. Fliegt der Blackfish jetzt ernsthaft? Waller-Drogendealer oder was? Keine Ahnung. Die Taktik ist gut, wenn es ein Blackfish ist. Ja, das war ein Blackfish und ja. Atira ist halt nichts. Also dann sagen wir mal, dass die anderen da auch noch hoch sollen, oder? Das ist halt jetzt nur eine Vermutung, ich meine, was macht Blackfish sonst da hinten, ne? Ja, und bei uns ist eine Streife in der Nähe bei Kavala-Drogendealer. Stimmt. Jason. Ja. Und Müller. Die könnten mal direkt hoch. Anwärter und Kaffeebringer. Ja, die Regeln. Hat nur Hälfte Speed. Sollen wir was sagen oder nicht? Ihr entscheidet. Ich würde die Leitstelle würde ich zumindest mal anfunken. Ja,
Tablette von KPP, was willst du die da zum Drogen, die Lager? So, meinst du selbst mal? Ja, wir haben ja wenigstens eine MXM. Ah, nur 6,4 Kilometer bis Kavala und ich hab noch 46% Sprit, das ist scheiße. Das reicht locker. Ja, reichen wird's, aber es geht um das Prinzip fürs Hovern, fürs Spotten und so. Allein direkt Zugriff machen ist halt irgendwie. Ja, ein guter Shot. Wir haben es dann über der Blackfish und wir kommen. Und wenn du keinen Sprit mehr hast, setze dich halt einfach auf der Blackfish ab. Dann kommt er zumindest nicht mehr hoch. Ja, und der explodiert. Quatsch. Die Arma-Physik ist doch beste. Es muss schnell gehen, ne? Das ist dir. Ja, 9 Kilometer haben wir noch. Ja, 10 Minuten habt ihr Zeit. Moment, sonst haben wir noch 5 Minuten Zeit, um das Zeug auszuräumen, ne? Ja, du musst jetzt erstmal sagen, ob du irgendwas sagst. Siehst da gleich. Ja. Ist ja vor uns da. Gleich ich mein Zeug gut, ja, das ist toll, ne, dass du hier Geld verdienst. Mein Gott. Das ist echt gut, ne? Beim letzten Arschstromdealer hinfliegen, damit man bloß nicht erwischt wird. Ja, da wird Kokain verkauft. Und er kommt ja vom Heroin. Ja, klar, aber das ist der Coca-Dealer, der Main-Coca-Dealer. Der Latira ist der Marihuana-Dealer. Machen wir das runter, RP-Serie? Überleg, ob wir den nehmen und also der steht ja jetzt definitiv schon gleich. Mit Fallschirm willst du es machen? Ja, wir müssen einen Schnellzugriff jetzt machen. Ja, und jetzt, Ricardo, jetzt, du solltest jetzt schon irgendwie der P machen. Denkst du? Sicher? Ja, wenn er alleine das macht. Weiß ich ja nicht, ich sehe ja nichts. Lande, hau mal Heli die Sperrzone raus, willkommen. Dann werde ich direkt weg. Wenn du dann tot, ja, wenn du da tot bist, rechnen wir dich. Ja, wir brauchen aber noch 5 Kilometer. Das würde heißen. Du musst was machen, weil wir nicht schnell gehen. Ja, ich bin dabei. Wenn du denn landest und den Rupert langsam ausmachst, dann du Dreisteig aus, bist du nicht. Mach grad die Comet-Landung des Todes, die Spritzie des Todes. Zeit, weiß ich, was du gerade rotiert, wurde getötet. Der Typ rennt zu seinem Blackfish. Ja, wird jetzt abhauen. Ja, ich kann ihn. Der rafft mich nicht! Der verkauft weiter! Ich bin 200 Meter über ihn. Ja, gib ihm nur eine Viewkiller-Warnung. Nee, er startet ja nicht, er verkauft. Ja, das sehe ich gleich. Viewkiller-Warnung geht raus. Warnung 1 ist draußen. Weißt du, ist der verkauft noch? Nein, der ist jetzt eingestiegen, jetzt hat er mich gerafft. Ich flieg mal nicht über ihn, weil dann sieht er mich nicht unter. Ach ja, zu dir. Wir sind in einem Kilometer da. Ja, ein Kilometer war. Es waren auf jeden Fall mehr, oder? Ist doch scheiße. Ja, Sperrzone. Wo ist der? Also der steht doch als Onsport rechts. Rechts, da. So, alle Red Bull rein. Nicht direkt über ihm. So, war er startet. Eins draußen. Jetzt kann ich gleich schüklern, wenn er hat aus. Oh, die sind ausgestiegen. Schneller. Auf. Ist offen. Auf. Wer das noch zwischt da? Da steht er, Hände hoch. Türkillt. Oh. Oh, ich bin hart verletzt. Warnungen waren draußen. Ja, dann fühlt wir einfach, während dabei drei Kollegen draufgehen. Es sind nur zwei draufgegangen. Unfassbar. Ohne da steht noch einer, Andreas Miller aus Kick. Kollateralschaden. Hier festnehmen. Feuerwehr muss schnell her. Wir sind vorläufig festgenommen. Von vorne Baum, ernsthaft? Wie ein Kannst du mal meine Koffer in Ruhe lassen? Ich wollte dich aufheben jetzt für dich. Nein! Warum bist du auf mir gelandet? Verdächtigt? Ich ruf mal Medic, warte. Also ich könnte gleich wieder an die Decke gehen. Ja. Ey. Ich guck mal beim Semek hinten. Wir haben immer schön, wir haben richtig schön dem seine Tour vermasselt.
Oh, das fühlt sich gut an, ne? Okay. Oh, das ist der Typ von Rim mit dem Wellensittich, Mann. Der geht mir voll auf den Sack, der Wellensittich. User joined your channel. Du hast einen Wellensittich. Oh, will ich Geld. Wenn dann mein Geld aufhebt, ich töte ihn. Feuerwehrleitstelle für Polizei. Mein Gott, Burn. Feuerwehrleitstelle für Polizeileitstelle, bitte kommen. Wieder. Ja. User left your channel. Ja, ist das der Medic da oben? User joined your channel. Soll mal landen. Ja, ist der Medic. Ja, soll landen. Okay. Also. Fliegt der gerade wieder weg, der Spaß? Boah, ey, warte. Den Feuerwehr ist doch unverständlich. Gesundheit. Was ist der Spaß, der fliegt wieder weg? Ja, wenn unsere Leitstelle nicht funkt, Mann. Patzi sie doch. Die Zollstreifen sind abgeschottet von euren Cop-Channeln. Die Bauarbeiter bei 100.000. Wow, hab ich denn gerade eben den Medic gehört? Also, ich bezahle die Bauarbeiter, das ist Bauarbeiter. Ja, ja, der hat gerade in unsere Channel reingesprochen. Ja, der Medic, aber die Leitstelle hat doch nicht zurückgefunden. Also. Ja, doch! Der hat erstmal gefailt, das passt alles. Ja, ja. Aber wieso haut er ab? Der scheiß Medic ist krass. Der ist draufgegangen von euch. Ja, ich natürlich. Florian, wie immer. Weißt du, dass du neben dran bist? Weißt du, in der Scheiße bin ich immer dabei. Ich hab Fuel-Killer gemacht. Den kommt wieder runter. Bumm, tot. So alt, nicht dein Ernst. Also die Gebäude jetzt direkt hier in der Umgebung sind clear. Buddy, join ja, your Medics channel. Nicht. Warum nicht? Warum nicht? Die sind gerade beschäftigt am Markt, haben die gesagt. Ach so. Hier war gerade einer. Da war gerade einer da. Mir wurde gesagt, weggeflogen. Nicht mehr vor Sonnenwende, weil der Markt alle Hände voll zu tun haben, meinten die. Da soll jetzt sofort der Helikopter hier mal wieder herkommen. Rick sagt das denn so. Gut, ich sage Ihnen das. Burn, scheiß Sanitäter online. Sollen wir nicht dein Geld aufheben, wenigstens Burn und sowas? Ja, 10.000 Dollar kann der auch sonst wo hinstecken. Wie viel sind denn da dauernd von uns? Ja, zwei mindestens. Okay. Buddy left your channel. Warten Sie mal. Die Medics regen derbe auf. Ach, nur mal so gesagt. Die müssen nicht mal P-Minutes machen, der muss nur machen, heile und fliegt wieder weg. Oh, ja, 4 Minuten oder Zeit noch. Ah, das brennt. Was haben sie denn da drauf? Pflaster und ein bisschen Desinfektion. Ist das ein Rim oder was? Ah, das brennt die Hölle. Teilweise, glaube ich. Das ist die Rim, ja. Nee, Roof. Ah, nee. Der hier ist von VE und das war der Blackfish von Rim. Wollen sie mich ja foltern? Haben sie ver. Ich glaube, Rum ist jetzt angepisst. Zum Glück wissen die nicht, dass ich ihn getötet habe, oder? Ist doch eh versichert. Die haben den doch eh wieder. Die Versicherung kostet 600.000. Und? Wären sie dumm, wenn sie es nicht machen würden? Ja, bitte. Wollen wir den dann vom VE wieder herbeordern nach Restart oder in Saku? Können wir machen, ja. Weiß ich, VE und Rim, die haben ja nichts angekündigt und so. Nö. Deswegen wundert es mich gerade. Weil ja, der hat ja auch nicht geschossen. Loote mich! Komm. Wer ist ein Zamak? Nee, ich loot dich nicht. Kann ich ja eh nicht. Aber ich hab zumindestens euer. Euer I-Inventar. Z-Inventar, ja. was ist mit dem Zemek, der hinten steht? Also, tut mir leid, die Blackfische, das war die letzte Möglichkeit, den zu stoppen. Buddy joined your channel, um hier hinzukommen. Ja. Die übrigens. Sehr inkompetent. Wenn fehlt, kriegt ihr das Ersatzwaffe. Was haben sie gesagt? Die kommen noch, einer versucht jetzt noch hinzukommen, meinte der. Ist schon meine Scheiße. Gut, 2 Minuten hat er noch Zeit. Ja. Die sind übrigens sehr inkompetent, darf ich mal so nebenbei anmerken. Aber haben wir schon gemerkt. Ja, weißt du schon. Wissen wir schon. Carlos auch ein bisschen inkompetent. Vor allem, ich sag so, ja, Kavala Drogendealer. Da meinen die so, also der kommt gerade nochmal hoch, weil ich nochmal dringend gebeten habe, dass sie mal sich mal gucken sollen. Die meinten so, okay. Ja. Wir sind doch gar nicht. Können wir da reingucken? Ja, ne? Wir sind doch in Kavala. Ja, ey, ich meinte ja auch Kavala-Drogendealer. Also, oh, da liegt aber gar keiner. Ich hole mir oh, mal einen Schlüssel. Wow. Ja, also, die kommen jetzt wahrscheinlich gleich. Irgendeiner hat mein Lockpick letztes Mal geklaut. Naja. Ja, warte, ich hole mir den Schlüssel gerade. Dann guck wenigstens mal rein, was da drin ist. Buddy, was geklaut? Dolph. Ich bin umgefallen und dabei bin ich hat irgendeiner mein Loot aufgehoben und mein Lockpick hier nicht wieder gegeben. Niedrige Nagelbänder, du kannst keine illegalen Sachen als Cop aufheben, du bekommst direkt Geld dafür, die sind instant beschlagnahmt. Achso. Du kannst kein Niedrige, kein Nagelband, keine Drogen looten, geht nicht, du kriegst Geld dafür.
Achso, deswegen habe ich da mal. Da steht doch immer, du hast so viel Dollar für Pfund von Weißmittel oder so bekommen. Leer. Leer. Ja. Schon. Warte mal, du bist noch verletzt. Ja, bist du noch verletzt? Ich bin nicht mehr, ich bin tot, ich kann mir neue kaufen. Ja, komm, ich heil dich mal. Du auch, oder? Du hättest den Fuel Killer 5 Sekunden vorher aktivieren müssen. Ja. Wäre nicht abgehoben, wenn ich explodiert. Warte, du bist immer noch. Dann taser ich dich. Wo liegt die Leiche von dem Typen oder ist er weg? Nee, der im Blackfish ist direkt despawned, die Leiche. Oder er liegt hier unter dem Mauer oder sowas, kann sein, aber. Er hebt ab. Fuel Kill. Das Ding steht jetzt einfach ab, ey. Boom. Wo ist denn der Gefangene? Weiß ich nicht. Irgendjemand ist mit ihm noch weggegangen. Ah, Server down? Ja. Geil. Ja, dem wurde doch gesagt, er soll nach der Serverperiode zum Akku kommen. Okay. Oh mein Gott. Mann, schon 20 Uhr. Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass ich durch Kollegen sterbe. 50% meiner ganzen Devs sind durch Kollegen. Die einen können nicht Auto fahren und töten mich so, die anderen schmeißen Hubschrauber auf mich. Ja, ich hab schon gedacht, also als er gesagt hat, ich habe einen Gefühl-Killer, meinte ich so, oh ich Scheiße. Schon dem und bin ich tot, weil ich war, ja. Ich stand genau unter ihm und er war ich wieder auch. Über mir. Buddy, join your channel. Soll ich euch auch das selber down? In dem Moment kommt einfach nur, ja, es restart. Restart. Oh, in dem Moment denke ich schon, und ich stehe wow. Unter ihm. Und so, ja, mit der Luft epic, ey. Dann sagt er, ich habe ihn gefühlt. Ja, ich wollte gerade den Killer. Start nicht gewendet, Moment mal. Hä? Und in dieser Sekunde denke ich mir, das, wie heißt dieser Spruch? This moment, it was he, this moment he realized. Und dann boom. He realized that he fucked up. Weißt du, ich stehe unter, Förster, ich stehe unter einer Blackfish, welcher 5 Meter in der Luft ist. Was macht Ricardo? Oh. Er fuel-killert sie. Oh, auf mir. Fuck. Fuck. Ja, ich bin auch tot gewesen. Ja, not bad. Wobei, eigentlich schon, aber... Ja, bad. Dass ich jetzt respawnen muss. Frühjahr und ich hätte überlebt. Run, you fool. Ja, Jungs, ihr habt jetzt die Chance, euren ersten großen Zollfund an Land zu ziehen, mit dem ihr welcher Fund? Kommt. Der ist ja kaputt gegangen. Würden wir den vielleicht auch mitmachen? Neu. Hä? Würden wir den vielleicht auch mitmachen? Was für ein Event? Ja, wer als erstes hinkommt, sagt zuerst. Ja, wieder looten, ne? Ja, was ist denn das für ein Event? Eine Art Event? Ja, halt so, siehst wie ein Airdrop, nur halt, das ist halt kein Airdrop. Dann hab ich keinen Bock drauf. Was kannst wenn man du niemanden töten kann, will ich nicht. Naja, ihr müsst also theoretisch könnt ihr die Waffen beschlagnahmen und sowas und für den eigenen Gebrauch nutzen. Nein. Und die Leute verhaften, die hingehen, um sie sich zu holen oder sie zu erschießen, je nachdem. Oh. Wobei verhaften dann doch eher besser wäre. Also das ist ein Airdrop und wir sollen die Leute daran hindern. Also wenn ihr wollt, könnt ihr machen. Müsst nicht. Ja, machen wir natürlich, WTF. Natürlich. Ja, ich spawn halt Fahrzeuge, kaputte Fahrzeuge, mach Kisten außen rum und leg in die Kisten was rein. Natürlich alles illegal. Okay. Ja, für was Größeres brauche ich halt zwei Leute, die mir dabei helfen. Wenn wir da jetzt irgendwas Großartiges veranstalten, soll ich helfen? Rennen oder sowas. Naja. Ja, wer helfen will, braucht halt Infis der Rechte, sonst bist du eher ein Hindernis. Hey. Ich bin jetzt erstmal weg. Jo. Ich gehe wieder hoch zu Timo. Hau da rein. User left your channel. Buddy left your channel. So kriegt der Zoll nicht jetzt alleine hin? Ja, ne? Tschüss. User was moved out of your channel. Ja, alles gut. Ja, da war er jetzt ein bisschen mad, glaube ich. User disconnected from your channel. Oh. Du hast ihn angegriffen mit der Aussage. Das Rick jetzt auch. Was ist, wissen wir ja nicht. So, was war? Nein, aber an sich will ich über den Dolph channel. Der will immer Geld an sich raffen. Bei jeder Möglichkeit. Wer will sich beschweren? Was? Ich weiß auch nicht, was er meint. Dann kann ich dich mal kurz empfehlen nennen. Ja. Wieder da. You were moved, buddy. Ja, Daniel, your du bist channel. Doch gut bewandert in der Wirtschaft, ne? Was willst du? Ich
muss morgen einen Vortrag aktualisieren und Migration. Warte mal, du leckst gerade. Okay. Ist er? Nee, noch nicht.